So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Halt die Fresse! Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, auf dem Überfresh-Kanal. Wir haben wieder Mario, den Kameramann, in den guten alten Zeiten. Und er redet nicht, weil er ist ein professioneller Kameramann. Und zwar, ich habe hier einen Beitrag. Oder Community. Ich stoße an meine Grenzen. Umfrage gemacht, ob ihr eine neue Zerstörung sehen wollt. Ja, wollt ihr, mit neuen Waffen. Aber die neuen Waffen sind noch nicht da. Deswegen, zur Überbrückung gibt es eine kleine Zerstörung. Ich zeige euch vielleicht, was wir zerstören. Dann in der größeren Zerstörung gibt es dann neue Waffen. Ich spoilere noch nicht welche, aber du kannst ja schon mal zeigen. Komm, bitte mal her. Und zwar haben wir hier schon was aufgebaut. Und zwar zerstören wir heute zwei Tastaturen und eine Maus. Da ist schon die Slow-Mo-Kamera. Da ist die erste Tastatur. Ich zeige euch jetzt die zweite. Für die, die sich jetzt fragen, warum zerstört ihr denn Tastaturen? Die sind schon kaputt, Leute. Merkt euch das. Die sind schon kaputt. Dann haben wir noch eine kaputte Ranzmaus, die ich noch aus der letzten Sofa-Ecke hergekraxelt habe. Wir zerstören natürlich mit dem guten CO2-Revolver. Mit Desert Eagle. Marios Waffe vielleicht auch noch, wenn er Bock hat. Und diesmal ein kleiner Hammer. Dann habe ich auch noch ein Sturmfeuerzeug dabei. Und so wird heute die Zerstörung ablaufen. Wir haben natürlich auch noch Stöcker, Steine, nein, und alles Mögliche. So, da ich jetzt alles erklärt habe, was heute der Plan ist, würde ich sagen, let's go. So Leute, wir fangen mit der Desert Eagle an. Ist schon gespannt. Magazin ist voll. Gas wurde gerade gewechselt. Ich würde sagen, wir machen erstmal so ein paar Schüsse über die Schulter. Und ja. So Leute, 3, 2, 1. So Leute, wir gucken mal. Schade, ist fest. Also ein, zwei Tasten haben vorher schon gefehlt. Aber man sieht hier, kaputt geschossen. Und ja. Also ist jetzt nicht so viel passiert. Habe ich mehr erwartet. Ich würde sagen, wir holen mal den Revolver. So, als zweites. Kommen wir jetzt zum Revolver. Der ist ja auch ordentlich. Ich würde sagen, du positionierst dich wieder da. Wir schießen wieder die 6 Schuss drauf. Und dann, Mario schießt dann auch mal. Ich starte zu lang. Okay Leute, wir sind bereit. Wir schießen. 3, 2, 1. Gas ist leer. So Leute, nicht wundern, wir haben noch die zweite Tastatur daneben gestellt. Und ja. Ich sah jetzt die Slow-Mo neu, gerade war fail, weil Gas war alle. Komm jetzt. Wir schießen die ersten drei auf die linke, die nächsten auf die rechte. 3, 2, 1. So Leute, wir gucken mal Schaden. Kannst du schon mal zeigen, ich muss noch Slow-Mo ausmachen. Also ich habe gesehen, bei der linken, bei der hier, ist hier die T-Taste abgegangen. Bei der ist jetzt nicht so viel passiert. Ich bin doch hier oben, die 1-Taste ein bisschen. Ich bin ehrlich, ich habe mir das irgendwie ein bisschen heftiger vorgestellt. Aber wir sind auch noch nicht fertig. So Leute, da die Waffen nicht so viel gebracht haben, nur ein paar Tasten abgeschossen haben, haben wir jetzt, kannst du ja mal zeigen, die eine so lange weggestellt. Wir kommen jetzt zu den Dingen. Zu den Steinen. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Hoffentlich treffe ich nicht mein Handy. Hier ist daneben. Schnell noch einer her. Tja, der Stein ist einfach kaputt gegangen.
Okay, wie die Tastatur da liegt, ist jetzt nicht auf das Logo drauf. Aber da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Außer dass hier ein paar Tasten ab sind. Ja, hier ist halt was abgebrochen. So Leute, Mario ist dran mit der Tastatur schmeißen. Er schmeißt da so in die Ecke. Ich starte die Slow-Mo Cam. Läuft. Und du kannst. Ja. Leute, was hat er da geholt, Junge? Digga, die Tastatur hat einfach den Stein gespalten. Jo. Oh. Schmeiß ihn mal so hoch, wie du kannst. Okay Leute, wir haben natürlich auch noch die Ranzmaus, die kommt jetzt zum Einsatz. Zeig sie mal. Er wird sie jetzt so auf diese Tastatur schleudern. So, hol aus. Gib den Schwinger 180. Mein Mod, wenn er das hört, er weiß, was gemeint ist. Mit dem Schwinger 180. So, das Lasso. Bist bereit? Dann let's go. Aber nicht loslassen. Oh, Digga. Holy moly. Selber gemacht. Nichts passiert. Da ist nichts passiert. Und dein Haus geht dabei kaputt. Ja. Jo, fast ins Gesicht bekommen. Jo! Leute, so sieht eine Maus von innen aus. Zeigen Sie mal, ja. Nice. Jetzt können wir das Mausrad reparieren. Ja. Okay, Leute, das war's mit der Maus. Und die Tast... Guck mal, die Maus. Und die Tastatur. Hey Leute, danke. Wenn ihr die Maus kaufen wollt, schreibt uns auf Instagram. Genau, wir verlosen die zur Maus. Ja. Wir haben ja noch die andere Tastatur. Die ist wie neu, die ist wie neu. Die andere Tastatur, die zerdepper ich jetzt. Und ich übergebe die Kamera wieder. Leute, unsere Maus? Ja, ist wie neu. Ich gebe die Kamera wieder an den Kameramann. Und ja. Der Kameramann. So Leute, da der Kameramann jetzt zwei Kameras in der Hand hat, mache ich das mal kurz. Ich werde jetzt diese Tastatur so auf diesen Stein deppern. Und wir gucken mal, was passiert. Wir haben natürlich die Slow-Mo auch, die hat er in der Hand. Ich würde sagen, ich starte jetzt. Und dann let's go. Bist bereit? Leute, schnallt euch an. Okay. Stabile Tastatur, Leute. Warte, ich mach mal die Slow-Mo aus. Mit der Nase. Was sagst du dazu, Kameramann? Frech. Was können wir damit noch machen?
mein Autismus mal kurz spielen lassen. Spielen lassen? Ja. So Leute, ich versuche jetzt die Tastatur da drauf zu dabbern. Akkurat mir gelingt. Kameramann, positionieren Sie sich. Ich würde sagen 3, 2, 1. Hab ich getroffen? Nee. Komm mal runter. Digga! Also 1-0 für King Kalle. Wenn jemand kaufen will? Ja, kaufen. Ich bin mit dieser Gummi lachen. Kannst du aufheben. Okay, Leute, ihr dürft jetzt nicht vorspulen. Eins in die Kommentare, wer denkt, dass ich das durchbrechen kann. Ich warte jetzt. Okay, Zeit rum, wir testen jetzt. Ist bereit? Hörst du? Ja. Das verbiegt sich ja nur. Oh! Ja, was jetzt noch übrig ist, ist das hier. Willst du das versprechen? Leute, das ist auch noch übrig. Also, die ultimative Zerstörung hat wieder reingehauen. Ja. Dann war's das mit der kleinen Zerstörung. Ich hoffe, sie hat euch natürlich gefallen. Wenn ihr so, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Kommt nicht so nach. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wie gesagt, nächste Zerstörung wird wieder etwas größer mit neuen Waffen. Ich spoilere noch nicht welche. Aber ich sage, es wird heftig. So, möchtest du noch was sagen? Okay, Leute, dann war es mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream wieder. Der nächste Livestream ist schon geplant. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!